Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. In diesem Video geht es mal nicht um Kirmes und auch nicht um Achterbahn. Denn, wie ihr seht, ich bin bei Rock am Ring, so wie eigentlich jedes Jahr, und zwar nicht als normaler Besucher, sondern mit meinem Nebenprojekt praktisch dem Rock am Ring-Blog. Und was ich hier erlebe, bin ein paar Backstage-Eindrücken, das erfahrt ihr in diesem Sondervlog hier von Rock am Ring 2022. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück im Video. Ja, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich sehr gerne zu Festivals fahre. Und ein Festival hat es mir eigentlich schon seit Kindheit irgendwie angetan. Und zwar Rock am Ring. So, und von Aachen aus ist das nicht weit. Ich war halt jahrelang immer sehr gerne normaler Gast auch, bis ich dann irgendwann meine Konzert- und Festivalseite eröffnet habe. Und ja, seit ewig vielen Jahren bin ich halt hier auch als Pressevertreter halt vertreten und berichte hier mit einem Team von Rock am Ring. Und ich habe zwei Fotografen dabei, einen in diesem Jahr, den ihr wahrscheinlich auch hier vom Kanal kennt, und zwar der gute Chris von Epic Hangtime ist auch dabei. Und der kommt aber heute später noch an, und in diesem Video soll es halt einfach jetzt, ja, eigentlich nur darum gehen, euch mal zu zeigen, was ich hier erlebe. Ihr seht, ich stehe auch nicht in der Menschenmenge, sondern auf der, wenn ihr ja euch ein bisschen mit Rock am Ring auseinandersetzt, auf der Scheißtribüne. So werden wir hier immer betitelt. Aber es ist halt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Wir haben die Soundchecks eben schon mitbekommen. Offspring hatte gerade eben hier noch einen Soundcheck. Und auf der anderen Seite, Jan Delay hat einen Soundcheck gehabt. Und ja, wir gucken uns das heute mal an. Ich hoffe, das Wetter bleibt einigermaßen freundlich. Es ist ein kleiner Vlog, ich weiß. Die Leute, die sich hier eigentlich so für Freizeitparks und Kirmes hier rumtummeln auf diesem Kanal, die können da vielleicht nichts mit anfangen, aber es ist trotzdem was Besonderes. Und deswegen gibt es halt jedes Jahr, wenn es dann stattfindet, auch hier ein kleines Video. Wie gesagt, ich nehme euch ein bisschen mit. Das wird jetzt halt nichts Großes. Ihr werdet jetzt auch keine kompletten Musikstücke oder hier von den Bühnen halt sehen, sondern es ist halt einfach so, dass ich euch ein bisschen mitnehme, was meine Arbeiten hier sind und was ich hier erlebe mit ein paar Impressionen. Und das geht jetzt über 3 Tage, jetzt über Pfingsten, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß. Und tut mir leid, wenn die Kamera heute ein bisschen wackelt, denn ich habe natürlich nicht mein komplettes Equipment dafür jetzt dabei. Aber ich denke trotzdem, für so ein kleines Video reicht es. So, und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem, was ich hier erlebe, und ich wünsche mir natürlich auch viel Spaß.
so, die ersten Konzerte sind gelaufen und ja, Jonas war richtig, richtig krass. Die haben die Hosen auf die Bühne geholt. Ja, in diesem Jahr ihr 40. und ja, am Ende des Konzertes gab es dann noch zwei Lieder mit den Hosen. Eins, was sie gespielt haben, ein Schrei nach Liebe, das ist auch nicht von den Hosen und auch nicht von den Donuts, sondern von den Ärzten. So, und jetzt bin ich hier bei Warsteiner am Stand, und zwar Backstage, denn Warsteiner hat hier so einen Bandcontest gestartet und ja, wir haben jetzt zusammen den Gewinner angeguckt und in der Jury war MC Fitti, der läuft ja auch irgendwo rum, keine Ahnung, haben jetzt lecker Currywurst gegessen und leckeres Waschlöner getrunken. Und ja, jetzt müssen wir uns wieder beeilen, denn auf der Hauptbühne spielt gleich Visa. Ich liebe diese Band, habe sie noch nie live gesehen und deswegen freue ich mich darauf. Und ja, bin gespannt, wie das Konzert so wird. So, ihr Lieben, ja, es ist schon Abend geworden. Und der Chris ist auch am Start jetzt von Epic Hangtime. Und guck mal, das ist der Patrick. Der Patrick macht auch Lust. Ja, für meine Webseite. Und ja, was haben wir heute gesehen? Wir haben jetzt gerade die Boilers gesehen, war richtig krass. Zwei Bandmitglieder sind aber erkrankt, keine Ahnung, ob Corona oder nicht, auf jeden Fall ein bisschen ersatzgeschwächt, aber trotzdem ganz cool, oder? Mega. Mega. Mega, ich hab die ganze Zeit Fotos gemacht. Also bist du erst mal hier, ne? Also ja. Generell. Ja, am Nürburgring war es schon, ja. Aber nicht mit Musik. Aber jetzt mal mit Musik, ja. Jetzt mit Musik, ja. Und jetzt warten wir auf Green Day. Green Day ist Headliner heute. Und danach geht es nochmal rüber auf der anderen Stage. Ich bin rot geworden. Guck mal, ich habe gedacht, das ist gar nicht so heute. Aber heute Abend spielen noch Scooter. Du hast richtig Tang bekommen. Ich habe richtig Tang bekommen. Ja, heute Abend spielen noch Scooter. Ja, das ich ist freu natürlich mich. Das Beste. Ich habe Scooter noch nie gesehen. Ich weiß nicht, aber es ist eher irgendwie so für die Party, glaube ich. Scooter, das ist doch diese also Autoscooter? Ja, Autoscooter. Steht guck auch mal, hier. Da treffen sich zwei Welten. Autoscooter steht auch hier. Ja, ja. Ja, wir sitzen hier übrigens im Pressezentrum. Ich kann ja mal kurz zeigen, so sieht das Ganze aus. Ja, wir warten jetzt, bis es gleich losgeht. Die müssen sich jetzt fertig machen. Die gehen nämlich jetzt, immer wenn man Fotos machen möchte, muss man sich nämlich, glaube ich, eine halbe Stunde vorher schon treffen, oder eine Viertelstunde. Und dann geht's hier weiter. So, ich trinke jetzt hier noch mein lecker Waldmeister-Getränk und dann gehe ich auch wieder zum Konzert. Tag 2 hier bei Rock am Ring 2022. Heute auf der Bühne unter anderem Muse und ich freue mich sehr auf Alligator. War beim letzten Rock am Ring 2019 auch schon hier am Start und ja, heute auch wieder. Seitdem sind neue Lieder erschienen. Ich freue mich wirklich sehr. Ich liebe Alligator, obwohl das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, Alligator so richtig festivaltauglich war er in den letzten Jahren leider nie, weil er halt irgendwie immer viel Quatsch macht und hat auch irgendwann viel erzählt. Und die Leute bei so Festivals, die halt nicht nur für diese eine Band da sind, die wollen halt immer so ein bisschen mehr oder immer lieber mehr so die Lieder hintereinander und die verstehen das halt manchmal nicht. Das Gefühl hatte ich bei vielen Festivals, ist aber sehr schade, weil ich wirklich Alligator sehr, sehr, sehr liebe. So, ja, wir haben noch sehr, sehr viel mehr, sehr, sehr viel mehr Bands natürlich heute, auch auf den anderen Stages. Das hier übrigens ist die, in diesem Jahr heißt die Utopia Stage, das ist die große Bühne. Hier oben seht ihr vielleicht, ist ein Seil gespannt. Vielleicht seht ihr es, vielleicht sitzt nicht da. Da fährt die ganze Zeit mal so eine Kamera hin und her. Das ganze Festival wird auf den zwei Hauptbühnen auf RTL Plus übertragen in diesem Jahr. Zum ersten Mal irgendwie auch ja, so in privater Hand so ein bisschen. Sonst war es immer so SWR oder Arte oder irgendwie sowas oder Dreisat. Ja, in diesem Jahr dann halt irgendwie mal RTL. Ja, wie gesagt, also die andere Bühne ist da hinten. Die andere große Bühne. Und die Orbit Stage, das ist die kleinere Bühne, die ist da. Da spielen heute die Kassierer. Ja, wir kennen sie nicht.
Blumenkohl am Pillemann zum Beispiel, ja. Oder das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Also was. Casper wird auf jeden Fall auf der anderen Bühne nachher noch spielen. Ich weiß gar nicht, wer spielt denn sonst noch? Also Alligator spielt heute hier. Rin. Muse. Rin. Placebo. Rin. Placebo habe ich ganz vergessen. Ich komme mit den Tagen immer durcheinander. Ich auch. Ja, und wir laufen jetzt hier noch ein bisschen übers Gelände. Ist für Chris jetzt das erste Mal, dass er da den Ring so ganz leer erlebt. Ja. Die Doors sind nämlich noch closed, liebe Damen und Herren. Ja, das ist irgendwie... Ich finde das immer geil. So cool, wenn du hier so rumlaufen kannst, ist halt einfach überhaupt noch nichts los. Und die ganzen Leute, die ganzen Stagehands, die sind halt noch am Arbeiten und bauen halt auf. Es gibt dann halt überall die Soundchecks von den einzelnen Bands schon. Ist schon richtig geil. So, ja, um 2 Uhr geht's los. Wir haben jetzt kurz nach 12 Uhr. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum und dann wird es halt auch wieder hier oben. Da ist nämlich das Pressecenter drin, da wo die Glasscheiben sind. Da sitzen wir dann halt immer. Und ja, dann werde ich halt meine Berichte schreiben, noch die Fotos von gestern halt noch weiter bearbeiten, damit die auch in die Galerie halt kommen. Ist halt immer richtig stressig, weil man will die Konzerte sehen, man möchte darüber auch schreiben können. Und dann auf der anderen Seite muss man aber halt dann auch genau das dann halt auch mal in Schriftform oder in Bildern halt dann auch auf der Webseite dann veröffentlichen. Wir haben gestern noch Scooter gesehen. Alter, wir haben eigentlich zweimal Scooter gesehen. Einmal der Frontmann von Ospring, das war halt der Vetter von H.P. Ja, Baxter. Der Alexander Markus H.P. Ja, Baxter. Genau, und wer es nicht weiß, H.P. Baxter ist eigentlich der uneheliche Sohn von Farin Urlaub. So, ja, alles klar, guck mal, er ist ja hier oben mit dem Ding da noch dran. Sehr cool. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn es wieder was Spannenderes gibt. Ah ja, übrigens, hier, die haben die Bühne geändert. Es gibt auch wieder hier so eine Stage ins Publikum rein. Aber eine andere als gestern, die war gestern höher, die war von Green Day. Und die wird jetzt hier wahrscheinlich von Muse sein und es ist halt auch viel besser. Die Leute, die vorne hier genau da standen, die hatten so eine hohe Wand, die haben nichts von der Bühne gesehen. Heute ist es alles ein bisschen humaner, ein bisschen kleiner. So, ich rede wieder zu viel, aber heute gibt es eh nur Gerede. Ja, bis gleich. Ihr Lieben, ich wäre nicht die Phantom-Arena, wenn ich nicht euch ein bisschen Kirmes zeigen würde, wenn es auch in diesem Video. Und zwar haben wir hier einmal das Hahnstein-Europarad. So, und wir haben Autoscooter in diesem Jahr. Ist ein bisschen schade, die hatten in den letzten Jahren hier auch öfters mal von Hahnstein den Wellenflug stehen und aber auch Commander stand genau eigentlich hier in den letzten Jahren oft. Und ich habe mich echt gefreut, Christian Fuchs zu sehen. So, Christian, jetzt bist du ein Neues, Mensch. Ja, also wäre halt richtig cool gewesen, hätte ich auf jeden Fall auch mal abends eine Runde, wäre ich ein paar Runden damit gefahren mit dem Commander. Das sah halt auch immer geil aus auf den Bildern vom Film, vom Fernsehen. Alter, was ist denn los mit mir? Im Hintergrund immer so den Commander am Flitzen. Also richtig cool. Aber ja, ihr seht, ein bisschen ist auf jeden Fall auch in diesem Jahr am Start. Ist leider weniger als in den letzten Jahren. Da blutet auf jeden Fall mein Kirmesherz. Aber ja, also ein Riesenrad wäre auch schon mal geil, ne? Ja, eigentlich schon. Eine Runde Riesenrad zu fahren und dann während des Konzerts von oben ein paar Fotos zu machen. Alter, das ist pornös. Ja, also die ersten Leutchen kommen jetzt rein. Chris hat sich jetzt hier ein T-Shirt organisiert. Guck mal, sieht aus wie von Master of Hardcore oder so. Thunderdome oder so. Die Musik eigentlich. Ja, sehr cool. Kostet 35? Ja, aber guck mal hin. Und ja, sonst nichts. Ja, guck mal drauf. Stehen unsere Namen drauf? Stehen wir auch da drauf? Nee, ne? Nee. Schade. Ah, dann komm, wir gucken, wer sonst noch heute ist. Ach stimmt, jetzt sehen wir was. Also, News ist natürlich Headliner. Wen haben wir denn sonst noch? Alligator, genau, Casper habe ich gesagt. Deftones spielen noch, richtig. Die Kassierer, viele, die ich aber jetzt auch so nicht kenne. Placebo, Mastodon, Schmutzki und die Sportfreunde Stiller. Igor Rocke. Von Bronco. Ja, habe ich im Auto gehört. Kannst du dich vor. Ist okay, mach Druck. Druck habe ich auch manchmal auf Toilette. Und da kommt auch manchmal so ein Don Bronco raus. Warte. Ja, also. Ich hab den jetzt erst verstanden, aber ist okay. ist okay. Ja, und wenn man beim Barock am Ring ist oder generell auf Festivals, dann gibt es einen Essensstand, den man immer auf jeden Fall ausprobieren sollte. Man sieht das hier nur von hier hinten. Da, Handbrotzeit. Es ist so lecker. Es ist so ein Brot, da ist so Käse drin, gefüllt mit Speck. Dann kommt da so ein bisschen Schmand drauf und dann, ach Leute. Und das kostet halt, ich weiß nicht, sonst kostet das mal 5 Euro. Ich denke mal, dass da dieses Jahr auch ein bisschen die Preise angepasst worden sind, ein bisschen nach oben. Aber das macht so unendlich satt, weil man ja nicht wirklich immer viel Zeit hat. Und wenn man dann halt sowas
schnabuliert. Es ist halt schon sehr geil und es schmeckt halt auch mega, mega gut. So, ja, jetzt befinden wir uns hier zwischen der Hauptbühne, die ist ja dann hier hinter mir, da ganz hinten seht ihr die. Und die andere Bühne, Hauptbühne, die genau da ist. So, ja, wir laufen hier immer noch ein bisschen rum, genießen so ein bisschen die Zeit. Es sollte eigentlich heute auch wieder gewittern. Aber bis auf die eine böse Wolke sieht's gut aus. Oh, kommt der Lachs. Oh, mal ordentlich ein Lachsbutter nochmal. Ja Leute, die ersten Konzerte laufen. Die Sporties haben gerade gespielt, die Sportfreunde Stiller. Sehr, sehr lange nicht mehr auf Tour gewesen. Hatten eine sehr lange Schaffenspause. Und ja, jetzt geht's hier gleich auf der Stage hier hinten. Die Utopia Stage weiter mit drin, gefolgt von Alligator. Und ja, hier auf der anderen Seite, ihr sitzt hier, ja, das ist die Boxengasse, beziehungsweise Start und Ziel, vielmehr, die Boxengasse ist eigentlich genau hier unter mir. Und ja, hier stehen immer die ganzen Leute an, die in den ersten zwei Bereichen halt rein möchten. Ja, da sind hier wieder die Türe aufgegangen und die kommen halt immer stoßweise rein. Wenn sich auf der anderen Seite dann ja, die anderen Massen verpieseln und dann vielleicht zu den anderen Stages wandern. Ich nehme euch mal kurz mit. Also hier, das ist die eine Seite, die gehen dann halt hier hin und da hinten geht es dann halt rein in die einen Bereich, in die anderen Bereiche. Die gehen praktisch einmal hier durch diese Boxengasse durch. Wenn hier so Formel 1 und sonst was ist, dann stehen die Autos immer hier genau drin. Und ja, wenn man hier auf die andere Seite geht, dann ist es so, dass hier dann halt die Utopia Stage ist. So, also, oh, hier ist eine GoPro. Ja, ja, hier ist die Stage. Ja, und wir können halt hier oben auf dem diesem Boxengelände praktisch oben drauf halt laufen. Wir können halt unten auf dieser VIP-Tribüne, die hier eins unter und drunter ist, jetzt auch dieses Jahr neuerdings halt auch uns hinstellen. Was halt ganz cool ist, weil wenn es mal regnen sollte, da haben wir noch ein Dach unter über dem Kopf, nicht unter dem Kopf, unter den Füßen. Nein, über den, was rede ich da? Quatsch. über dem Kopf, genau. Hier geht es jetzt weiter. Wie gesagt, mit Rin und dann Alligator. Ich freue mich sehr, sehr auf Alligator. Ist einer meiner Lieblingskünstler. Und ja, ich hatte eben das Vergnügen, ihn kurz treffen zu können. Richtig cool. Chris ist jetzt auf der anderen Seite unterwegs. Hier auf der Mondovia Stage. Die ist hinter dem Riesenrad. Und da geht es heute ein bisschen ruppiger zu. Und ja, es geht weiter. Und ich melde mich dann, ja, ich denke mal so gegen Abend nochmal, mit dem nächsten Fazit. Willkommen zum dritten Tag von Rock am Ring 2022. Ja Leute, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Richtig, richtiger Abriss gestern mit Muse. Ich liebe diese Band. Mega, mega geil. Auch Alligator war ein richtig gutes Konzert. Der hatte eine eigene Bühne mitgebracht. Und zwar hat er dann auf der großen Bühne eine eigene kleine Bühne gehabt. War natürlich für uns als die Fotografen, die ich dabei habe, für die halt richtig scheiße zu fotografieren, weil die halt ganz weit hinten in der Bühne halt standen. Aber er wollte halt die kleinen Bühnen wieder auf die großen Bühnen Deutschlands bringen. Und ja, also immer mit sehr viel Biss. Richtig, richtig cool. Placebo hat auch gespielt.
ich habe mich wirklich sehr auf die Band gefreut, aber es war halt nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe die schon live gesehen, das war auch ganz cool. Nur nach Alligator, mit so viel Witz und mit so viel Party, dann Placebo danach kam, ging ein bisschen unter, aber Muse hat dann nachher wieder alles rausgeholt. Leider habe ich selber Casper dann nicht mehr gesehen. Der hatte Drangsal mit auf der Bühne noch. Ja, war aber auf jeden Fall sehr cool. So, und ja, jetzt strömen die Massen wieder. Ihr seht es, Richtung da hinten zum Eingang, um in die ersten Wellenbereiche zu kommen. Die ersten Konzerte sind auch heute schon gelaufen. Ihr seht es vielleicht hier dran, es sind dunkle Wolken da. Ich habe auch eine Regenjacke an. Es ist auch schon ein bisschen was runtergekommen und für gleich ist Gewitter angemeldet. Angesagt. Ja, es gibt kein Rock am Ring Wochenende ohne Ringwetter, das ist halt so. Heute auf der Bühne Wohnbeat auf jeden Fall und auf der Mandoya Stage zum Beispiel drüben der allerletzte Headliner des Wochenendes wird Billy Talent sein. Davor spielen noch die Berliner die Beatsteaks, eine Band, die ich liebe, wirklich, wirklich, wirklich liebe, seit Beginn halt schon. Problem ist halt nur, die haben so einen beschissenen Slot. Hier spielt halt praktisch nachher Wohlbeat. Und ich krieg's halt nicht hin, beides zu sehen. Und es tut mir halt wirklich vom Herzen weh, aber ich werde wahrscheinlich die Beatsteaks auch jetzt nach so einer langen Pause, glaube ich, heute nicht sehen können. Ich weiß es nicht. Ich habe für meinen Kanal auch schon sehr oft die Beatsteaks zum Interview gebeten und habe mit denen auch sprechen können. Es ist halt irgendwie so eine Herzensband von mir. Ich liebe halt wirklich ja, die Beatbuletten. Und ich hoffe, dass ich irgendwie vielleicht doch noch ein, zwei Lieder sehen kann. Es wäre auf jeden Fall ein sehr schönes Wiedersehen. Haben ja wirklich lange Zeit jetzt Pause gehabt und es wäre halt auch ganz cool, die jetzt nochmal zu sehen. So, ja, ich habe mich extra in der Seite hier an der Seite mal ein bisschen hingestellt, weil es wirklich auch sehr windig ist. Mal gucken, ich will mich auf jeden Fall nochmal. Seht mir nach, das ist jetzt kein normaler Vlog und wo ich mich jetzt auch 30.000 Mal melde, sondern so viel Zeit ist, weil, wie gesagt, ich bin ja hier für mein anderes Projekt. Aber ich nehme euch ein bisschen mit und ich finde es auf jeden Fall wieder ein sehr cooles Wochenende mit einem tollen Line-Up und ich bin gespannt, was der Tag heute noch so bringt.
ihr Lieben, wir sind schon in der Tiefgarage. Ich hatte keine Zeit mehr zu vloggen heute den ganzen Tag. Einmal habe ich gevloggt und Chris hat eine seiner Lieblingsbands heute gesehen und auch fotografieren dürfen, ja, unfassbar. Wie fandest du es denn so? Es war mega, ich fand es gut. Ich meine, ich war ja noch nicht hier so fotografenmäßig oder auch so. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich was auszusetzen habe. Man kann immer meckern, aber ich fand es super. Ich habe Spaß gehabt. Ich fand's auch gut. Du hast Spaß gehabt. Ich habe Spaß gehabt. Wo ich heute nicht so viel Spaß hatte, war bei dem Mittagessen. So. Alter, ich habe mir einen Bacon Cheeseburger geholt. Es ist mal eingeblendet. 12 Euro. Der war kleiner als ein Cheeseburger bei Mc's. 12 fucking Euro. Das war auch kein richtiges Frischfleisch. Die haben so einen Food Trucks da stehen. Da denkst du immer, oh, Qualität gut. Aber also ich glaube, der von der billigen holländischen Frittenbude, der Burger, der war besser gewesen, ganz ehrlich. So. Ich hatte ein Handbrot. Das Handbrot war 1A. Oh, das hatte ich auch noch davor. 1A. Ist jetzt mal eingeblendet. Oh, lecker. Ja, mit Käse und mit Speck. Also sowieso, hatte ich ja schon erzählt in dem Vlog, dass eigentlich so das Szene-Festival-Fressen ist mega gut. Ja, nee, also das war es jetzt auch eigentlich schon. Wir haben Korn noch gesehen, wir haben Wallbeat gesehen. Ich bin dann doch noch zu den Beatsex gegangen und habe Beatsex geguckt. Eine halbe Stunde und dann wieder zurück und dann habe ich auch noch Wallbeat geguckt. Ah, beste. Ja, Patrick ist jetzt noch bei Billy Talent. Mhm. Wir gehen da eventuell auch noch hin. Mal gucken, vielleicht nicht. Wir haben jetzt noch ungefähr 40 Minuten. Ja. Aber bis wir da hingekommen sind, Leute. Und wir sind gerade dabei, hier Kofferraum-Action, die letzten Bilder noch rüber zu laden. Da seht ihr das wahrscheinlich nicht. Jetzt ist es gerade fertig geworden. Die der Chris gemacht hat. Und ja, am Ende des Tages gibt es mal zu gewinnen. Guckt mal. Tolle Rock am Ring Poster. Nicht eins. Zwei. Genau. Zwei Poster verlosen wir jetzt einfach. Schreibt einfach eine Mail an rockamring@fantamarina.de. Und ist jetzt nochmal eingeblendet natürlich. Schreibt einfach, warum ihr es haben möchtet. Seid fleißig. Schreibt rein. Und dann, ja, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr eins von diesen tollen Plakaten dann noch gewinnen. Ich roll die jetzt nicht, ne? Also die werden gefaltet und dann in einen Briefumschlag verschickt. Also muss reichen, Leute. Das ist ja zu teuer, das ist zu versandt. Hör mal, ich bin YouTuber, kann ich nicht. Das rentiert sich nicht. Das rentiert sich. Ja. Es war auf jeden Fall ein schöner Tag, wie gesagt. Hier könnt ihr nochmal sehen, Wallbeat heute Headliner gewesen. Day to Remember haben wir noch gesehen. Airborne war auf jeden Fall noch am Schlüssel. Die Beatsex, wie gesagt, Billy Talent spielen gerade noch. Bull von Valentine, Bush und Korn und Miles Kelly. Kennedy war auch noch am Start heute. Ja, war wieder ein schönes Wochenende. Ich habe Farbe gekriegt. Ja, ich habe hier oben Sonnenbrand. Und wir haben ein bisschen Regen abbekommen heute. Ja, das ist echt. Mein Gott. Damit soll es gewesen sein. Lasst ein Like da. Und falls ihr Fragen habt, gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Abo da lassen. Und ansonsten sind nochmal unten die ganzen Links, wo ihr das findet, was ich sonst so neben dem YouTube-Kanal noch mache. Nochmal verlinkt, könnt ihr auch mal reinklicken und dann könnt ihr euch noch ein paar Bilder und ein paar Berichte angucken. So, das war's jetzt wirklich. Nächstes Mal dann wieder von der Kirmes oder vom Freizeitpark. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Bis demnächst. Ich gucke immer nach da. Ich muss nach da gucken. Tschüss. Ciao.